Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge From the Mind Test. Wow, das war ja super intelligent. Bin, wie gesagt, durch ETS und ATS so an Escape gewöhnt. Wow, was ist das? Also war ja gerade ja schon interessant. So, genau, da war das Ding. Wir müssen in die Richtung weiterlaufen. Ja, genau, ich bin durch ATS und ETS so daran gewöhnt, das Intro. Immer mit Escape zu überspringen, dass ich hier direkt aus Mind Test mal wieder rausfliege, weil ich auch Escape drücke im Menü. Was halt kompletter Bullshit ist. Das ist dumm. Warum ich mache diese? So. Wo hatte ich hier den nächsten Holzblock hingebaut? Kann sein, dass ich das auf einen von den Bergen da umgetan habe. Ja, da bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher. Da müssen wir aber mal schauen, wo die sind, du. Hier sehe ich zumindest jetzt mal keinen. Da sind besser. Okay. Let's go. So, wo kommen wir hier für... So, einmal wieder hochbauen. Über uns ist frei. Die ganze schöne Erde. Nein. So, schön voller Mühen gesammelt. Immer noch einen hier hin. Ich bin sicher. Wo war jetzt? Da waren wir jetzt. Ja, deswegen, dass wir diesen Feder leicht fallen, ist schon ganz geil. Sieht aus wie so eine übergroße Nase. Hier, ja, interessant. Sehr ästhetisch. Also, muss man ja mal so gesagt haben, wie es ist, ne? Dadurch oder da drüber? Ich glaube mal, wir sind da durchgelaufen, ne? Aua. 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 Boah, Alter, sieht das schon geil aus. Jo, nicht schlecht. Das ist der nächste. Okay. Sag mal, wachsen hier alle nach oder haben wir echt so wenig eingesammelt? Oder sind wir doch vorhin doch woanders lang gelaufen? Letztens vorhin, warte mal. Für mich war es vorhin, für euch war es letztens. Weil es ja schon ein paar Wochen Folgen her ist. Wow, wow, Alter. Oh, mein Holzsack ist voll. Cool. Geht's da hinten. Genau, hier schon dieser große Hügel. Das heißt, wir müssten dann bald zu Hause angekommen sein. Aha, und da sieht man auch schon, unser Haus ist in die Richtung, und zwar relativ geradezu. Der Kompass zeigt aber in die Richtung. Deswegen, unser Haus ist ein extremes Stück off. Deswegen, wenn wir wirklich an der Koordinate, 00, kommen wir denn hoch? Kommen wir denn hier hoch?
Gut, wir kommen hier hoch und die kommen wir auch nicht. The fuck? Let's go. Ja, eine Koordinate 00, wenn wir, wie gesagt, dann erstmal so einen kleinen Pfeil bauen. Richtung unser Heimat. Das ist halt das ja, traurige. Dass halt die Koordinate. Der Kompass immer Koordinate 00 zeigt. Oder besser gesagt zum Spawnpoint der Welt. Und wenn kein Spawnpoint gesetzt ist, ist er halt 00. Also, jetzt von Breiten und Längengrad. Ist natürlich eigentlich mal drei Koordinaten, ne? Also 0, 0, 0. Aber die Höhe vernachlässigen wir dabei mal immer. Denn man kann die Welt ja zum Glück relativ gut mit einer Heatmap beschreiben. Auch wenn es hier Höhlen gibt, also die Welt löchrig ist. Kann man ja trotzdem immer sagen, hier zum Beispiel ist eine Ebene 0. Oder da auf dem Hügel ist dort Ebene 0, also quasi die Heatmap. Auch wenn da drunter vielleicht eine Höhle ist oder so. Aber wo ist denn der nächste? Echt ein Stück weiter weg? Wohl. So. Hier sind jetzt aber keine Bären, ne? Also scheint die doch nicht einfach nachzuwachsen. Schade, ich hatte irgendwie gehofft, dass die Bären auch wieder nachwachsen, aber hier sind keine. Vielleicht hatten wir auch schon alle weggeerntet. Alter, warum sind hier bei uns so viele Zombies? Warte, los! So, oh, das Spawnfeld ist sogar da hinten irgendwo. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, wie bauen wir jetzt, weißt du was? Geil ist natürlich Schilder. Weil die Schilder können wir in verschiedene Winkel platzieren. Das heißt, dann können wir die Schilder sogar richtig in der Richtung platzieren. Also in der, ne, wie ist da dann schon, wenn es soweit ist. Das ist halt geil. So, wir brauchen also ein paar Schilder. Nix lieber als das. Das heißt, wir brauchen, ach nee, halt hier. Wir brauchen ganz viel Holz und noch mehr Stöcker. So. Ja, wirklich 30 Stück. Bisschen viel vielleicht. Hä? Mehr können wir nicht nehmen? Wow, man kann die Dinger nur bis 16 stocken. Das hier stacken. Das ist ja interessant. Okay. Unser Inventar ist natürlich komplett voll. Das heißt, einfach mal auf alles scheißen hier. Warum haben wir unsere Hose nicht an? Hä? Was denn da passiert? Was ist los mit der Hose? Ey, wir haben die doch an. Haltbarkeit, Rüstung. Interessant. Haben wir die irgendwo gefunden oder so? Naja, was soll's. Schmeiß runter, winkt einfach mal weg. So. Jetzt. Machen wir das Ganze nämlich wie folgt. Weißt du was? Weil es cool ist, kommen wir hier nicht rauf. Oh, scheiße, was dann? Oh, ernsthaft? Warum fühlt das hier. Warum fühlt ihr bitte einmal Sand? Ihr seid doch alle bekloppt. Weißt du was? Du da rein mit dir. Du mitkommen. Du dahin, danke. Ach, rechne mal nicht aus. Macht das Sinn? Eigentlich macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier gerade vorhatte. Ich wollte da oben ein Schild draufstellen, aber
Macht halt doch eher wenig Sinn. So, unser Tacho zeigt in diese Richtung. Oh, Alter! Ich muss quasi immer so rückwärts laufen, dass die Nadel genau nach unten zeigt und das Haus genau vor mir ist. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier nach links. So ungefähr. So, und jetzt Richtung Haus gucken und das Ding hinstellen. Und schon zeigt das Ding automatisch Richtung unser Haus. Und hier werden wir jetzt etwas machen, was ich keinen Plan habe, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einmal so, einmal so. Scheiße, man sieht hier natürlich nicht, was unten denn, was da letztendlich da erscheint. Das ist Kacke. Das heißt, so, ein, zwei, so wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, ein, zwei, drei, vier. Da die Leerzeichen 1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich schmaler sind als die schrägen, ne? Oh, doch, passt. Sehr geil. Ist also doch Monoblock-Schrift. Sehr cool. Ja, ASCII Art for Life, ihr Bitches. So. So. Gucken, wo das Schild ist. Man sieht das von hier aus gar nicht mehr. Sehr geil. Egal. Man sieht aber sogar das Haus noch von hier. So, wie war das? Badam. Ba, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also halt. Fertig. Oh, es ist so dunkel. Scheiß die Wand an. So. Da ist das Schild. Doch war richtig. Okay. Wow. Ich kann nur drauf schreiben, wenn ich es hinbaue. So. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Langsam ist es ganz schön dunkel. Haben wir unser Bett mitgenommen? Natürlich nicht. Eigentlich sollten wir die Schilder auch noch mit Fackeln versehen, ne? Das würde halt voll Sinn machen. Ah, jetzt hab ich natürlich die Spinne am Hals. Ah, fick die Henne. Okay, komm, wir gehen mal erstmal nach Hause. Das macht so keinen Sinn. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Wie weit könnt ihr denn schießen? Aua. Ey, wenigstens geben wir uns einen Lachboost. Warum haben wir unser Bett weggepackt? Ich verstehe das nicht. Hat man hier nicht noch einen hingestellt? Na, scheinbar nicht. Also. Alles wieder gewachsen hier. Frisst das Schaf unsere Bären auf? Klappe.
Ja, die Schilder sind nicht ganz richtig in der Flucht, ne? Ist aber völlig egal. Wobei, nee, nur das eine Schild jetzt nicht richtig in der Flucht. Da hinten das Schild, das ist richtig in der Flucht. Ja, das ist nur das hier, was ein bisschen off ist. Dann setzen wir das mal direkt um, ne? Das müsste mit eigentlich schon hier hin. Na, und die Systematik dahinter ist eigentlich relativ einfach. Wir haben halt zwei Pfeile, die sind oben. Und damit die unten quasi genau so sind, müsst ihr an den Stellen, wo die Pfeile sind, zwei Blöcke sein, die genauso groß sind, damit die Pfeile dann halt links und rechts daneben sind, weil die Schrift ja immer zentriert wird. Und deswegen kommt dann quasi hier die zwei Leerzeichen für die beiden Pfeile und dann da. Und jetzt wird diese Analogie quasi einfach fortgeführt. Jetzt haben wir da oben vier Zeichen, also müssen wir jetzt hier vier Leerzeichen einfügen. Das habe ich vergessen mitzuzählen. 1, 2, 3, 4. Bop. Und unten halt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bop. Und schon hat man einen wunderschönen ASCII-Art-File. So, jetzt sind auch alle in der Flucht. Vor allem, wenn man von unserem Haus rauskommt und man Richtung dieser roten Linie guckt, auf dem Tacho, auf dem Kompass, denn ne, hat man auch wirklich alle Schilder wirklich in der Flucht. Wieso greifen die jetzt eine auch tagsüber an? Das war doch noch nie so. Haben die Langeweile? Haben die gekifft oder was? So, wir machen das Ding mal dahin. Machen das Ding mal dahin. Ja, so ist gut. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es auch Clipboard? Wahrscheinlich, ne? Aber egal. Machen wir lieber mal so. Kommen wir wenigstens nicht aus der Übung. Alter, wo ist denn der Nullpoint? Ich hätte richtig gedacht, dass er so weit weg ist. Oh, wir haben uns verlaufen, by the way. Hä? Oh, Alter, jetzt haben wir uns gerade verlaufen. Genau so. So. Da, von hier sieht man die Dinger. Oh, ich habe also vergessen, bei dem da hinten die Fackel hinzusetzen. Na gut, können wir auf dem Rückweg machen. Nur, das war. Richtig korrigiert. Hat er gerade durchaus aus Versehen 7 der Zeichen genommen. Ich böser Junge. Digga, wo war denn der Nullpunkt? Ich wusste gar nicht, dass er so weit weg war. Warum ist bei den Wölfen immer der Kopf so total tot? Ich meine, man könnte auch triangulieren, wie weit der Nullpunkt noch weg ist, indem man nämlich, wenn man irgendwo steht, und man quasi die Linie vor sich hat, sich ein bisschen nach so dreht. Und wenn man jetzt läuft, guckt, wie schnell sich die Position verändert. Weil je weiter man läuft, desto schneller geht der Strich Richtung waagerecht und dann hinter einem. Und je nachdem, wie schnell das passiert, kann man so ungefähr. Diese Köpfe. Ungefähr abschätzen, wie weit der Punkt noch weg ist. Aber wie man sieht, ändert sich da noch gar nichts. Das heißt, der Punkt ist noch sehr weit weg. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der Punkt so scheiße weit weg ist. Also ich wusste, dass wir Stücke gelaufen sind, aber nicht so weit. Das ist ja richtig heftig. Was wir da noch an Potenzial an Strecke vor uns haben. Holy fuck.
So, ich mache den mal hier um auf den Hügel. So. Dann würde ich gerne. Oh. Da hinten sind sie. Und wenn ich richtig liege, sehen die beiden von hier aus auch genau miteinander aus. Problem ist halt, die Linie zeigt halt eher. Ja, jetzt ist die Linie gar nicht mehr gerade. Das heißt, wir haben schon eine relativ große Abweichung und das bedeutet, dass wir schon relativ nah am Punkt sind. Sonst würde die Abweichung nicht so extrem schnell ansteigen. Ha, willkommen bei Geometrie. Das ist alles Mathematik, die dahinter steckt. Triangulation. Ich will immer 5 Zeilen machen. Fertig. So. Ja komm, wir machen hier auf dem Ding auch noch ein. Hab auch gerade wieder die Fackel vergessen. Kannst du mal bitte die Schnauze halten? Hä? Ach, der Punkt ist wirklich schon direkt hier. Ah! Guck. Siehst du? So schnell wie sich der Kompass hier gerade dreht, heißt es, der Punkt muss genau hier sein. Wir sind genau auf dem Punkt. Das hier ist der Nullpunkt. Der Block hier ist der Nullpunkt. Ah. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen. Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt gibt's. Ja, gut, ich meine, so schön kann man das nicht machen, aber man kann es wenigstens probieren. Jetzt muss man mehrere Sachen beachten. Ich möchte jetzt einen Pfeil machen, der von euch aus gesehen so geht. Das mit ASCII-Art bedeutet, wir müssen erst so einen Strich machen und jetzt kommt's. Damit der andere Strich da drunter ist, müssen wir einen Strich machen und jetzt 2 Leerzeichen. Weil der eine Strich oben ist ja ein Zeichen breit und damit der andere Strich denn, also für euch so rum, und damit der andere Strich denn dort ist, müssen hier 2 Leerzeichen, damit es insgesamt 3 Zeichen sind, damit er genau mittig unter dem anderen ist. Ne? So, jetzt machen wir das gleiche nochmal andersrum. Also der Gegenstrich. Diesmal 2 und dann hier nur einer. Und jetzt müsste es perfekt. Jawoll. Geile. Aber ich würde dadurch, dass die Zeilen so weit auseinander sind, ist hier durch die Lücke eine ganz schöne Versetzung. Das heißt, ich guck mal, ob das nicht sogar besser aussieht, wenn wir das Ganze hier sogar 3 Zeichen nehmen. Damit verrücken wir das Ganze quasi absichtlich ein bisschen. Um, ne? Jetzt haben wir hier einen stärkeren Versatz drinne. Durch die Lücke zwischen diesen beiden Zeilen sieht es aber so tatsächlich sogar fast besser aus, Fragezeichen. So, jetzt kann man, jetzt weiß man genau, wenn man hier vorspawnt, muss man sich in die Richtung drehen. Da sieht man auch schon das Ding. So, hier wird es ein bisschen interessant. Hier würde ich gerne. Wir haben halt überhaupt kein Holz mit, ne? Fick die Henne. Und hier ist natürlich auch kein Baum. Fick die Henne. Kommt plötzlich eine Fackel, dreht der Hund durch. Was ist denn los? So. Weißt du was? Nee. Denn ist Bullshit, machen wir anders. Wir platzieren einfach hier ein paar Fackeln. So. Sehr schön. Naja, die sieht wirklich, wirklich zentriert aus. Die beiden hier sind total off. Das heißt, ich mache dich mal lieber nach da. Und dich mal lieber nach da. Mal gucken, ob das jetzt besser aussieht, zentrierter aussieht. Naja, besser als davor auf jeden Fall. So.
Ich finde aber, mal kurz, die Lücke hier war mir ein bisschen zu groß. Ich mache mal hier nochmal eine hin. So. Voilà. So, und ab hier vorne sollte man denn ja. Nee, noch nicht. Da vorne. So, ab hier sieht man unser Haus, das heißt, hier brauchen wir keine Fackeln mehr aufsetzen, aufstellen. Perfekt. Cool. Sehr geil. Ja, ist doch cool. Das heißt, wenn wir uns jetzt total verirren sollten, können wir einfach mit unserem Kompass zum Nullpunkt gehen, der ist da hinten halt irgendwo, und von dort aus weisen uns dann die Schilder den Weg. Und die Schilder sind halt genau so ausgerichtet, dass man auch immer auf unser Haus drauf zuläuft. Ist so. Ist das geil oder was? Das müssen wir erstmal mit Gammelfleisch feiern. So. Jürgen, damit haben wir zwar unser Dachproblem noch nicht gelöst, aber hey, wir haben zumindest etwas anderes gefunden, erschaffen. Ein Kompass, der deinen Namen trägt, was? So, cool. Von hier aus verschandelt das Ganze aber nicht unsere Aussicht, weil es von hier aus genau hinter dem Ding ist. Sehr geil. Schön. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal, ja. Gut, komm, wir machen erstmal für die Folge sowieso mal erstmal Feierabend hier. Und dann mal gucken, wie wir mit unserem Dach verfahren. Die Situation ist ja ganz schön verfahren. Bis dann.